Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den Streuselriegeln von Kuchenmeister offiziell im Test. Die Streuselriegel kennt ihr schon. Ich habe euch die von der Süßwarenmesse in diesem Jahr schon mal vorgestellt. Da waren sie noch nicht im Supermarkt erhältlich. Das waren dann so Prototypen, die ich getestet habe. Jetzt gibt es die aber schon etwas länger im Supermarkt in den Sorten Mondstreusel. Und dann haben wir noch ganz klassische Butterstreusel, also Mondstreusel versus Butterstreusel. Damals habe ich tatsächlich sogar noch eine dritte Sorte testen können. Die hat es leider nicht in die Supermärkte geschafft. Das war mit Kokos. Und mit Kokos war das auch richtig, richtig lecker. Also die Riegel von der Süßwarenmesse damals haben mich komplett überzeugt, die von Kuchenmeister. Wenn ihr die nicht im Supermarkt findet, ich habe die jetzt im Real gekauft, gibt es die auch im Internet zu bestellen, zum Beispiel bei World of Sweets. Und die kosten ca. 1,25 Euro hier eine Packung und das ist echt nicht teuer, finde ich. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, was glaubt ihr, wenn ihr die Verpackung seht, wie viele Riegel sind hier drin? Steht, glaube ich, sogar drauf. Hier steht drauf 2. Ich dachte, es sind 3 drin, weil es tatsächlich, das hier ist die Füllung der Verpackung. Es sieht so nach 3 aus und die Verpackung ist größer. Da passt eigentlich ja noch ein dritter Riegel rein. Ich weiß nicht, ob man dann nachher eher gesagt hat, komm, wir machen 2 rein, dann können wir es ein bisschen günstiger machen und müssen nicht 3 machen für 3 Euro. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil ich dachte so, ups, habe ich die vielleicht verloren unterwegs, ein kleines Stückchen oder so. Es sind 2 drin, das wirkt ungewohnt. Ja, aber ansonsten ist der Preis günstig, 1,25 Euro. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass hier Verpackungsschmuh betrieben wird, weil der Preis ist echt günstig. Und 1,25 Euro für 3 Riegel, das wäre mir dann fast auch schon zu verdächtig günstig. Denn Lebensmittel haben auch ihren Wert und sollten ihren Wert haben und nicht allzu sehr verramscht werden, finde ich. So, finde ich auch ganz wichtig. Jetzt gibt es aber erstmal hier Kuchen. Womit fange ich an? Ich glaube, ich fange mal mit dem klassischen Butterstreusel an. Und ich bin gespannt. Damals waren die Verpackungen so durchsichtig, also die hier drin waren. Und dieses Mal sind sie nicht durchsichtig, sondern auch hier. Ich finde, da hätte man ruhig eine durchsichtige Folie machen können. Warum denn auch nicht? Hier sind nochmal die einzelnen Zutaten aufgelistet. Finde ich auch nicht verkehrt. Ich packe den jetzt mal aus und dann schauen wir uns den mal an. Und er sieht definitiv noch genauso geil aus wie früher. Ich packe jetzt auch mal den Mohnriegel aus und dann schauen wir uns die beiden noch mal in Großaufnahme an. Der Streuselriegel mit Butterstreusel sieht so aus. Und ihr könnt auch sehen, die sind auf keinen Fall trocken, sondern wirklich sehr, sehr schön feucht innen drin. Das fand ich damals auch ziemlich geil. Der Mohnstreuselriegel sieht ja wohl auch mal verdammt geil aus. Schaut mal, wie viel Mohnfüllung hier drin ist. Das ist auch kein Wunder, denn ich glaube, ich habe hier hinten was mit 50% Mohnfüllung gelesen, ihr Lieben. Das ist wirklich einiges, was sich hier in dem Mohnstreuselriegel verbirgt. Und hier haben wir es auch nochmal. 50% Mohnfüllung und 30% Streusel in dem Mohnriegel. Und hier haben wir Butterrührkuchen mit 40% Butterstreusel. So sehen die beiden im Vergleich aus. Und ich fange mit dem Butterstreusel jetzt an. Und jetzt wird mal hier richtig schön reingebissen in die Streuselriegel. Streuseltastisch. Immer noch streuselmäßig geil. Vor allem den Butterstreusel. Wow. Was gibt's Leckeres? Der Mohnriegel, der ist so schön sapschig und weich. Der ist mir schon fast auseinandergefallen, als ich ihn ausgepackt habe. Boah. Wenn ihr Mohn mögt, dieser Mohnriegel ist wirklich sensationell geil. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ich wüsste nicht, wie man den besser machen könnte. Ich fände ihn richtig, richtig gut. Er ist einfach geil. Mohnstreuselriegel auf meiner Genussskala. 10 Punkte, ihr Lieben. Butterstreusel dagegen, dem fehlt so ein bisschen die Sapschigkeit, ist aber auch sehr lecker und butterig. Der bekommt aber immerhin noch stolze 8 Punkte von mir.
Aber Mohn ist definitiv King. Meine Güte, wie geil schmeckt der denn? Der ist echt so lecker. Richtig geil. 10 Punkte für den Mohnstreuselriegel, 2 Stück, 1,25 € Zutaten und Nährwerte. Wie immer am Ende des Videos hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!